zum einen von der passenden beruflichen Ausbildung her in der HTL, aber auch, weil ich ein starkes Eigeninteresse im Bereich der Softwareentwicklung gehabt habe. Darum hat es, glaube ich, sehr gut gepasst. Ich glaube, ich habe den Job bekommen, da ich für Stiva ein sehr interessantes Skillset mitgebracht habe. In dem Fall komme ich aus einem Unternehmen, wo sehr viel Software agil entwickelt wurde. Ich habe, bevor ich mich beworben habe, ein HBLA gemacht, mit Matura abgeschlossen. Und für die Firma ist natürlich auch ein Vorteil, wenn sie ein paar ältere Lehrlinge auch haben, weil die Älteren auch wieder ein gutes Vorbild für die Jüngeren sehen können und einen guten Einfluss haben. Den Job da habe ich bekommen, weil ich denke, dass ich Menschenkenntnis habe und das habe ich auch vermitteln können. Und durch das, glaube ich, bin ich jetzt in der Position, in der ich bin. Um bei uns im Team Erfolg zu haben, ist es wichtig, aufgeschlossen zu sein, selbstbewusst und auch mal den ein oder anderen Spaß mitzumachen. Man soll kommunikativ sein, man soll offen sein, man soll neugierig für neue Sachen sein, man soll ein Teamplayer sein, ein bisschen einen Hausverstand haben und dann funktioniert das im Team sicher ganz gut.